Spielberg-Huber von der FPÖ ist als Nächster am Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, Hohes Haus. Ich beziehe mich auf den Tagesordnungspunkt 11, faire Lebensmittel. So heißt nicht nur ein Verein, sondern auch die Bürgerinitiative, die im Parlament eingebracht wurde und die wir im Landwirtschaftsausschuss debattiert haben. Laut aktuellem Stand haben bereits 20.000 Bürger diese Initiative unterstützt und gefördert wird eine klare Herkunftsbezeichnung für Lebensmittel und dazu gibt es auch handfeste Argumente. So spricht eine Studie der Kepler-Universität Linz von 10.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen, wenn nur 10% mehr regionale Produkte eingekauft würden. Und das BIP würde dabei um über 1 Milliarde Euro wachsen. Der höhere Konsum regionaler Produkte zieht aber auch noch viele weitere Vorteile nach sich. Österreich hat im Gegensatz zu vielen anderen Staaten einen sehr hohen gesetzlichen Produktstandard bei Lebensmitteln. Dieser betrifft sowohl die Sicherheit, es betrifft auch die Sauberkeit und die Gesundheit der Produkte. Es gibt zwar viele Gütesiegel, das ist auch vorhin schon besprochen worden, aber der Wildwuchs ist undurchschaubar. Insgesamt, also 86% der Konsumenten wollen aber allerdings wissen, was sie am Teller haben und treffen in diesem Sinne auch die Kaufentscheidung. Im Speziellen fordert die Bürgerinitiative verpflichtende Herkunftsbezeichnungen auf Speisekarten und Verarbeitungsprodukten. Es soll die Herkunft der Hauptzutaten eines Gerichts auf den Speisekarten der Restaurants und Kantinen gekennzeichnet werden. Weiter soll der Ursprung der wichtigsten Zutaten eines verbreiteten Produkts verpflichtend auf der Verpackung angegeben werden. Ein prominenter Haubenkoch meinte einmal, es ist gut, wenn das Geld in der Region bleibt und nicht über die Autobahn abhaut. Und mit dieser Aussage gebe ich den Haubenkoch auch recht. Es muss unser Ziel sein, die heimischen Bauern und Landwirte so unterstützen, dass die Qualität unserer regionalen Produkte mehr in den Vordergrund rücken. Denn die Wirtschaft, die Umwelt und die Konsumenten, alle profitieren davon. Danke. Sagt Edith Mühlberg-Huber von der FPÖ. Der nächste Redner ist